Stell dir vor, du hättest alle Zeit der Welt. Genau jetzt wäre dein Leben unendlich. Was würdest du tun? Oft ertappe ich mich dabei, dass ich mich in den Tag hineinstürze. Ich möchte sofort loslegen, alles machen und 100% geben. Das Leben ist doch viel zu kurz, um auch nur eine einzige Sekunde zu warten. All die Möglichkeiten, die uns offen stehen, sind zu vielfältig, um auch nur eine von ihnen verstreichen zu lassen. Das Leben fühlt sich wie ein Wettrennen gegen die Zeit an und ich möchte auf gar keinen Fall verlieren. Gewinnen werde ich nur, wenn ich mehr mache, als es meine Zeit zulässt. Stimmt doch, oder nicht? In den letzten Jahren habe ich mein Leben mit allerlei Dingen gefüllt. Mit Eindrücken, Erlebnissen, Treffen, Besitztümern und immer neuen Wünschen. Aber nichts davon schien mein Leben mit Tiefgang zu erfüllen. Nichts schien zu passen, nichts zu genügen. Ich fühlte mich überfordert. Und gleichzeitig wollte ich mehr. Mehr von meiner Zeit, mehr Sinn, mehr das Gefühl, wahrhaftig zu leben. Nach und nach wurde mir aber bewusst, Erfüllung, Tiefsinn und das Gefühl des Ankommens finde ich nicht, wenn ich von einer Sache zur nächsten hetze. Egal wie schön diese Sache ist, wenn ich daran vorbeirenne, sehe ich sie nicht. Schnelligkeit gibt mir also gar keine Zeit, sie nimmt sie mir. Ich müsste also langsamer werden, um Zeit zu haben. Dieser Gedanke machte mich neugierig und ich wollte es ausprobieren. Ich entschied mich also, die Schnelligkeit gehen zu lassen und Ruhe in mein Leben einzuladen. Ich sah die Zeit nun nicht mehr als einen Gegner, sondern als einen Fluss, der langsam fließen darf und in manchen Teilen sogar zum Stehen kommt. Ich nahm mir die Zeit, einfach mal stehen zu bleiben. Und die Zeit dahin fließen zu lassen. Und in diesem Moment, als ich die Zeit gehen ließ, hatte ich plötzlich alle Zeit der Welt. Ich entdeckte also, dass Zeit flexibel und formbar ist und dass ich das Tempo meines Lebens selbst bestimmen kann. Ich hatte auch keine Angst mehr, meine Zeit zu vergeuden, denn ich wusste, ich gebe sie auch nicht einfach so her. Ich tausche sie ein. Ich tausche sie gegen Momente der Ruhe, gegen Momente des Glücks. Ich spürte zum ersten Mal vollständig innere Ruhe, eine in sich ruhende Stille, die voller Vertrauen und voller Liebe ist. Und dort fand ich Sinn, dort fand ich Tiefe und fand ich mich. Diese kleinen Glücksmomente gaben mir auch etwas, ganz unabhängig von Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Sie gaben mir das Gefühl der Unendlichkeit. Doch woher bekomme ich diese unendliche Zeit? Wo finde ich diese kleinen Momente, die voller Glück stecken? Durch das Beobachten von Vögeln habe ich gelernt, meinen Blick für die feinen Nuancen des Lebens zu öffnen. Früher habe ich Vögel kaum wahrgenommen und deshalb auch gar nicht gesehen. Doch seitdem ich meine Aufmerksamkeit auf sie gerichtet habe, sehe ich sie überall. Ganz egal, wo ich bin, mit wem ich bin oder wie ich mich fühle, sie umgeben mich.
Durch das genaue Beobachten und Spüren verbindet sich mein inneres Ich mit dem Außen. Es ist eine Verbindung, die den Augenblick verewigt, ihn wahrlich unendlich macht. Wenn du dir also erlaubst, die Vorstellung der Unendlichkeit in dein Leben zu lassen, wirst du alle Zeit der Welt haben. Um dir auch diese kleinen Glücksmomente im Leben zu ermöglichen, habe ich einen Online-Kurs für dich gestaltet, wo du lernst, Vögel direkt in der Natur zu malen, genauso wie du es im Video gesehen hast. Du bekommst dazu auch so ein kleines Workbook nach Hause geschickt, wo du nochmal alles nachlesen kannst, und du hast außerdem persönliche Reflexionsfragen, die dich mit dir selbst und mit der Natur verbinden.